15. August 2017. Am Ufer der Kür, nicht der Yon. Ich wollte Love Revival vermeiden. Plötzlich von Opa-Gedanken befallen. Ist auch er hier geschwommen? Brannte die Sonne? Hat er die Grillen gehört oder die Ahnen der Grillen? Und sind diese Grillen hier Nachgefahrene, ganz so wie ich? Gleicht ihr Zirpen den Vorgefahrenen? Die jüngst gegoogelte Rattenforschung hat ja ergeben, Ratten vererben weiter, kompletto epigenetisch, was im Leben an Erfahrung gemacht, Verhaltensabläufe, Ereignisse, Bilder. Bin ich demnach die Rattenenkelin Opas? Muss ich fühlen, was er fühlte? Lockt's mich zu tun, was er tat? Bin ich deshalb in Beselay im August? Erfüllend genetisches Skript? Ich offenbarte Nils meine Thesen. Er, nicht überzeugt, wandte ein. Denk an das mit Benz und Mercedes. Gleiches Denken, Handeln und Fühlen liege oft allgemein in der Luft, und falls ich Opa überhaupt wiederhole, dann, weil von ihm manches verschwiegen, sowas erzeuge im Innern ungeordneten Zustand. Ich als Enkelin rekonstruiere dann eine Art Ordnung, behelfsmäßig, halbwegs, einstweilen. Aber das Kriegstagebuch war für uns kein Geheimnis. Nils schätzt das Geheimnis woanders. Worin? Im Überspielen. Wovon? Nils zuckt die Schultern.